go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? I gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. What you don't understand is I'd catch a grenade. Wirklich, was für ein toller Auftritt. Und ich seh das Glück in deinen Augen, wie schön. Und auch, guck mal, dein Coach, Shirin. Wow. Ja. Ich glaube, du hast alles richtig gemacht. Du bist auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Nee, aber halt auch wirklich alles. Das war die kämpferische Joy, die leidenschaftliche Joy, die strahlende Joy. Das war alles, was du bis jetzt aufgetreten bist, du hast alles in diese Performance hier gebracht. Dein Fokus, deine Bewegungen, deine Hände mit dem Publikum, es war alles da. Und das Beste ist, dieser Wechsel von Kopf- zu Bruststimme bei dir, it's easy, es ist so für dich. Und du hast heute einen grandiosen Auftritt hingelegt. Also vielen, vielen Dank. Ich bin begeistert. Begeistert. And we know, Shirin ist Perfektionistin. Und wenn das perfekt war, dann war es definitiv perfekt. Da kannst du dir sicher sein. Giovanni, gegen Joy hast du tatsächlich mal kein Talent verloren. Du kannst also komplett unvoreingenommen diesen Auftritt bewerten. Ich bin ein ganz großer Fan von Joy. Weißt du, das ist. Wir haben bisher 5 Talente auf der Bühne gehabt heute Abend. Und Joy, was eben Shirin gesagt hat, du bringst so viele Dinge mit. Weißt du, von der sensiblen, zarten Seite bis hin zur Kämpferin, wenn du vorne weggehst. Und diese Eigenschaften, die haben diese Jungs und Mädels, die da drüben sitzen, die anderen Talente, aber auch Talente, die wir bereits verloren haben, bei Teamfights und bei den Battles. Und ich schaue hier rüber zu meinen Kollegen, wie du gesagt hast, Shirin, das ist der King des Rap, da sitzt du mit deiner aktuellen Nummer 1, mit Helene, Glückwunsch. Die Jungs, die gestern eine 1Live-Krone gewonnen haben, Glückwunsch. Ronan Keating, zu ihm brauchen wir wirklich nichts sagen. Und du selber auch, nein, Giovanni, nein. Mit dem sagen, wir als Entertainer des Jahres. Nein, ich muss sagen, ich hatte gerade einen Moment bei deinem Auftritt, einen Moment der Dankbarkeit, hier dabei sein zu können, weil das hier ist die beste Musiktalentshow Deutschlands. Und ich bin echt stolz, dabei zu sein.